Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Markus E-Bike Abenteuer. Und wie immer, cool, dass ihr am Start seid. Heute mal eine etwas längere Tour. Heute steht auf der Uhr 80, 90 Kilometer Hin- und Rückweg. Wir wollen zu zweit mit den E-Bikes von Springe-Völksen zum Steinhuder Meer ein bisschen baden. Wetter ist absolut genial. Ja, neues Trikot habe ich an. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn nicht, auch egal. Mir gefällt's. Ja, ansonsten neue Tasche ist am Bike, weil man muss ja auch ein bisschen Badesachen mitnehmen. Und Navigation lasse ich heute mal wieder über den Kiosk laufen. Hat die letzten Male gut funktioniert. Ja, und da würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video und los geht's. Mein Gott, ist das hier windig. Kann ich gar nicht freihändig fahren. So Leute, wir sind jetzt Richtung Wunsdorf. Überqueren, glaube ich, hier gleich die A2. Und ja, mal so kurzer, wie sagt man so schön, Real Talk. Ist immer wieder erstaunlich, was für schöne Ecken man einfach vor der Haustür hat. Viele Leute, ja, nehmen ihre Fahrräder und fahren immer irgendwo in die Botanik und hin und her, um dann irgendwelche Touren zu machen. Ich kann immer nur sagen, fahrt doch einfach mal direkt vor die Haustür und macht da entsprechende Fahrradtouren oder plant welche über Komoot oder ja, andere Geschichten. Denn es gibt einfach so viele, ja doch, geile Strecken vor der Tür, die man nutzen kann. Und wo man sicherlich auch noch gar nicht war, selbst wenn man schon viele Jahre an einem Ort wohnt, hat man definitiv nicht alles gesehen. Ja, ansonsten auch mit der Navigation, also über den Kiosk, das funktioniert wirklich gut. Ab und zu hat er heute mal, ja, dass er das GPS-Signal ganz kurz verliert. Das hatte ich jetzt ein paar Mal, aber er rappelt sich dann relativ schnell wieder. Und die Grafik ist eigentlich, finde ich, gut zu deuten. Was ein bisschen schade ist, dass er kein Signal abgibt, wenn irgendwo sozusagen ein Abbiegehinweis kommt. Das wäre ganz cool, wenn zumindest irgendwie ein Piepgeräusch oder so machen würde. Er muss ja nicht unbedingt eine Ansage machen. Aber ja, okay. Man kann Touren ja über Komoot planen und kann die dann auch über das Bosch, über die Bosch-App dann quasi auf den Kiosk übertragen. Das hatte mal, glaube ich, ein Zuschauer gefragt. Das geht. Ansonsten kann man auch direkt in der Bosch-App die Tour planen oder ein Ziel angeben und quasi dann auswählen zwischen schnell, schön und Mountainbike und kann dann entsprechend zwischen drei verschiedenen Streckenprofilen wählen und der Kiosk leitet einen dann quasi über diese Strecke. Also funktioniert auch sehr gut. Ist ja ähnlich wie beim Nyon und ja genau. Ja, ihr könnt ja gerne auch mal schreiben, wie euch die Navigation über den Kiosk gefällt. Würde mich mal interessieren oder welche Erfahrungen ihr bisher gesammelt habt. Vielleicht habt ihr ja auch noch mal ein paar Tipps und Tricks, die ihr kennt. Schreibt es einfach gerne mal rein in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich persönlich habe es jetzt einige Male genutzt und finde tatsächlich, dass die Navigationsfunktion ganz gut funktioniert. Was ein bisschen schade ist, wie gesagt, dass es kein Signal gibt beim Abbiegehinweis. Aber ansonsten kann man es gut verstehen, gut deuten und macht auch an für sich Spaß. Ja,
So viel zum Thema Navigation. Und wie gesagt, guckt mal einfach bei euch vor die Haustür. Gibt so geile Strecken, so geile Bereiche. Also zum Beispiel hier oben, auch nochmal so ein Beispiel, Wunsdorf gehört ja mit zu Hannover. Ja, noch nie Fahrrad gefahren. Gut, ist jetzt schon eine ganz schöne Distanz. Ich denke, wir werden heute sogar weit über 80 Kilometer kommen. Deswegen fahre ich auch schön im Eco-Modus, weil ich ein bisschen Angst habe. Aber mit der Reichweite ist eigentlich alles flaches Land hier. Keine Höhenmeter großartig. Ich habe jetzt 89% Akku noch. Bin überwiegend im Eco gefahren. Und wir haben jetzt 32 Kilometer bereits gefahren. Gut, es kommen jetzt, glaube ich, noch... wie viel kommt noch dazu? Bis Ankunftsort. Ja, sind noch 20. Okay, dann sind wir ja schon bei 50. Zurück auch nochmal 50, kommen wir sogar über 100. Weiß ich jetzt nicht, woran es liegt. Aber ist auch egal. Werden wir schon packen. Wobei es ja natürlich mal lustig wäre, wenn wir die 100 heute knacken würden. Denn ich muss zugeben, 100 bin ich bisher so noch nicht gefahren. Also, bin ich mal gespannt. So, Ankunft in Wunsdorf. Ja, jetzt müssen wir durch Wunsdorf durch, um dann Richtung Steinhude zu kommen. So, Ankunft in Steinhude. Jetzt erstmal ein schönes Restaurant suchen. So, guck mal, jetzt hast du auch deinen kleinen Fischteller bekommen, Markus. Ah, guten Appetit. So, am Badestrand vom Steinhuder Meer. Erstmal ein bisschen abkühlen. Waren übrigens fast 46 Kilometer, die wir gefahren sind. Problem ist, man muss immer sehr weit reingehen, bis man mal wirklich im Wasser ist. Aber vielleicht wird es ja hier vorne tiefer. Und hier wird es kälter. Where you look, where you touch, where you feel, yeah.
So, Freunde, wir befinden uns auf dem Rückweg vom Steinhuder Meer jetzt wieder Richtung nach Hause. Und ja, war ganz schön. Ich fand es gut an der Badeinsel, kenne die auch schon da am Steinhuder Meer. Kann man gut Stand-up-Paddel fahren. Ach, jetzt kommen wir wieder hier an der Windmühle vorbei. Wir fahren nämlich die Strecke genauso wieder zurück, wie wir sie hierher gefahren sind. Ja, meiner besseren Hälfte hat der Badestrand nicht so gut gefallen. War wohl nicht so ihr Ding. Naja, gut. Ja, wie gesagt, jetzt erstmal 41 Kilometer wieder nach Hause. Mach noch mal ein paar Aufnahmen zwischendurch. Und dann gibt es bestimmt nachher noch ein Fazit. Von der Rücktour mache ich jetzt nicht so viele Aufnahmen, weil das wiederholt sich ja dann und dann ist das ja für euch als Zuschauer irgendwie auch langweilig. Aber ich habe mal gerade auf den Kiosk geguckt, ja, bei welchem Kilometerstand wir jetzt sind bei der Tagestour heute. Und wir kratzen gerade an der 64 Kilometer Grenze. Und ja, mal so ein bisschen was zum Zustand. Also insgesamt läuft's gut. Ich bin überwiegend im Eco gefahren. Ich gucke gerade mal, 97% im Eco und ich glaube, ja, 3% im Tourmodus. Wir hatten eben mal richtig schön Gegenwind. Da habe ich dann doch mal auch den Tourmodus eingeschaltet. Ja, wie gesagt, 64 Kilometer. Geht noch ganz gut. Ich glaube, wir haben noch so 20 mindestens. Und auch der Körper macht noch mit, sogar der Popo. Ich habe heute eine Polsterhose an, habe ich mir neu gekauft und hätte ich gar nicht gedacht. Also bisher wirklich absolut keine Beschwerden. Beine noch fit, Popo noch fit, Kopf noch fit. Also alles läuft, geht erstmal weiter. Ich melde mich wieder. So, Freunde. 77 Kilometer. Ja, so langsam machen sich doch die ersten Ausfallentscheidungen bemerkbar. Jetzt haben wir auch noch richtig schön Gegenwind die letzten 15 Kilometer gehabt. Also ich bin jetzt auch komplett im Tourmodus unterwegs. Ich hoffe überhaupt, man versteht den Ton. Richtig krasser Gegenwind. Ja, es sind noch 15 Kilometer. Also, okay. Schon krass. Ich melde mich später nochmal. So, Leute, 82,5. Ja, der Wind hat sich ein bisschen beruhigt.
oder wir fahren jetzt nicht mehr so ganz krass gegen den Wind. 10 Kilometer sind es, glaube ich, noch. Ich gucke noch mal. Aber ich bleibe jetzt mal im Tourmodus. Ja, 10 Kilometer sind es noch. Hier müssen wir links abbiegen gleich. Muss mal gerade gucken. Ja, hier vorne links. Ja, jetzt geht es wieder so ein bisschen besser. Beine sind eigentlich noch gut. Ja, Hintern tut doch schon ganz schön jetzt weh. Man merkt es dann halt doch, wir haben auch jetzt nicht so viele Pausen eigentlich gemacht. Und ja, also Kraft ist noch da. Das Krasse ist wirklich der Akku. 50% habe ich jetzt noch genau. Und Restreichweite zeigt er jetzt noch an, 42 Kilometer. Also das muss ich sagen, ist schon echt ein Topwert. Gut, jetzt sind auch kaum Höhenmeter dabei gewesen. Ich glaube, Höhenmeter waren jetzt, ich muss hier nochmal durchschalten, was hatten wir? Naja, 450 Höhenmeter. Aber finde ich krass. Also ich sag mal, 50% Akku noch. Nicht schlecht. Naja gut, jetzt bin ich allerdings auch überwiegend Eco gefahren. 83% Eco, jetzt 17% Tourmodus. Aber nur, dass ihr mal so einen Anhaltswert habt. Also von der Akkukapazität, wenn jetzt nicht großartig Höhenmeter drin sind, mal eine gute Trittfrequenz, also eine relativ hohe fährt. Ich versuche immer so zwischen 70 oder über 70 zu bleiben, zwischen 70 und 80. Ja, dann läuft's. Und dann hält auch der Akku. So, letzten 10 Kilometer, ich melde mich dann kurz vorher nochmal. So, Freunde, 89,7. Komm, runden wir auf. 90 Kilometer auf den Uhr. Es sind noch ungefähr 3 Kilometer. Ja, es reicht auch quasi. Also ich muss sagen, der Gegenwind hat jetzt hier auf der Rücktour doch ganz schön Kräfte gekostet. Ja, wir haben noch, ich sehe es gar nicht mit meiner Sonnenbrille. Ja, ich kann es gerade gar nicht erkennen. 38% Akku noch. Der ist jetzt zum Schluss auch ein bisschen rapide abgegangen, auch weil ein paar Höhenmeter dazukommen und auch aufgrund des Gegenwindes. Aber nichtsdestotrotz finde ich es doch eine respektable Reichweite, wenn man überlegt, 90 Kilometer. Und das ist schon, denke ich, eine ganz gute Distanz. Ja, wir sind 24% jetzt im Tourmodus unterwegs gewesen und 76% im Eco. Navigation mit dem Kiosk hat sehr gut funktioniert. Also ich bin wirklich begeistert. Wenn ihr vielleicht noch Tipps und Tricks habt, schreibt es wirklich mal gerne in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, ob man eventuell irgendwie ein Signal einstellen kann, dass wenn irgendwie so ein Abbiegehinweis oder sowas kommt, das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich hier eigentlich habe. Man muss halt immer auf das Display gucken und ja, kriegt keine Information, wenn man irgendwo was machen muss. Ja, war eine schöne Tour, hat Spaß gemacht, auch wenn heute kein Trailgeballer und Wald und was weiß ich, heute wirklich nur Radweg und Straße und bisschen Feldweg. War aber eine coole Tour. Ich wollte es mal ausprobieren, mal jetzt wirklich eine längere Distanz nochmal zu fahren. Und das geht hervorragend, hat Spaß gemacht. Und auch übrigens mit der Tasche hinten, also wirklich wunderbar, muss ich sagen. Also heute auch hat die sich bewährt. Ich habe keinen Rucksack auf, konnte die Sachen so transportieren. Badesachen, Badehandtuch, Badehose, ein bisschen Kleinzeug, Flasche Wasser. Also doch, das war gut. Ja, ich hoffe, das Video und die Tour haben euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns sicherlich bei einem neuen E-Bike-Abenteuer. Ich wünsche euch erstmal alles Gute. Bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dran geblieben seid und zugeschaut habt. Und dann würde ich sagen, bis bald. Haut rein, euer Markus. Ciao. Can we talk about me and you?